Wenn Ingolf Nitschke und Sohn Stefan an die Gotsche gehen, dann haben sie immer ein Boot im Gepäck. Ja, ja, im Rucksack ist ein Paddelboot. Ordentlich gefaltet. Die beiden Chefs der Faltbootfirma Puch wollen ihr neuestes Modell ausprobieren. Dauert im Grunde genommen in der Regel immer so um die 20 Minuten. Ein Faltboot aufbauen, kein Problem für die Profis. Für Freizeitpaddler haben sie einen einfachen Aufbau ausgeklügelt. Hier sieht man zum Beispiel zwei, die Zahlen müssen sich anschauen. So, dann hat man also auch die richtige Einstellung und das richtige Bauteil in der Hand. Oder hier beispielsweise auch wiederum Spann 4. Man sieht da auch wieder die Gegenüberstellung der Zahlen. Und insofern kann man, denke ich mal, da also auch nicht allzu viel verkehrt machen. Ingolf Nitschke arbeitet seit den 80ern bei Puch und hat die angeschlagene Firma nach der Wende übernommen. Sohn Stefan ist quasi mit Faltbooten aufgewachsen. Es gibt ja das Boot RZ85, unseren Klassiker. Und meine Mutti saß vorne, mein Vater, wo er jetzt sitzt, und mein Bruder mit den Füßen in den Spitzen, das war der Vorwärtsfahrer, und ich saß hinten verkehrt herum. Daher kenne ich das eigentlich von meiner Kindheit schon an. Jetzt sitzt er mit seinem Vater auch beruflich in einem Boot. Der 32-Jährige will die 1957 gegründete Traditionsfirma weiterführen. Es macht auch sehr viel Spaß, die Boote am Leben zu erhalten, zu bauen, neu zu entwickeln. Insofern wird es bei uns nie langweilig, und deswegen habe ich auch gern gesagt, mit in die Firma einzusteigen. Wasserwandern auf Elbe, Saale oder Havel war gerade zu DDR-Zeiten ein beliebter Urlaubsspaß, wie auch ein Werbefilm aus den 60ern zeigt. Sei es der rassige und stabile Wandereiner oder der geräumige Reisezweier. Beide tragen die bewährte, aalglatte, fünfschichtige PVC-Bootshaut mit großer Schürffestigkeit. Jawohl! Puch-Erzeugnisse vermitteln Lebensfreude. An diese Lebensfreude erinnern sich viele Faltboot-Fans, kaufen sich neue für mehr als 1000 Euro oder holen ihre alten heraus. Ich hatte früher so ein RZ85. Mhm. Was ja auch von der Größe her, ich hatte sogar meine Kinder mit drin, ne? Eins saß rücklings und eins vorne. Ja, also gerade in den Sommermonaten kommen welche her, die also auf der Durchreise sind. Wir haben hier auch eine gläserne Werkstatt, ist jeder gerne eingeladen, kann also gucken, wie so ein Boot gebaut wird, wie es entsteht. Damit wächst natürlich auch so ein bisschen die Einsicht zum Preis. Das ist ja nun mal eine Manufaktur und jedes Teil wird einzeln hergestellt. Und dann kann man sich auch mal einen Eindruck holen, wie lange das dauert. Es geht wirklich von der Bohle, man sieht das Ganze auch mal hier, mit Burger, allem drum und dran, bis zum finalen Produkt. Neue Boote oder Reparaturen, alles in aufwendiger Handarbeit. Und die weiß Stefan zu schätzen. Er ist vernarrt in seine eigenen Boote. Ich habe mehrere Boote, die ich alle nutze. Ich würde mich niemals von einem trennen können. Also das heißt, die werden erhalten, da stecken so viel persönliche Erlebnisse drinnen. Eine Trennung ist eigentlich fast ausgeschlossen. Stefan Nitschke und sein Vater sind seit Jahren vom Faltboot-Virus infiziert. Sie paddeln mit ihrer Manufaktur Puch weiter auf Erfolgskurs.